Ja, auch auf diesem Weg wieder ein herzliches Willkommen. Und ich widme mich heute wieder diesem Buch, Der Weg ins Glück. An dieser Stelle vorab wieder ein recht herzliches Dankeschön an den Hoffmann und Campe Verlag aus Hamburg. Das Seil und die Kette. Zwei kleine Kinder, die gerne alles Neue erforschen, verirrten sich im Wald und stießen plötzlich auf einen geheimen Pfad. Ganz grün und wunderbar. Und da stand vor ihnen ein Schild mit der Aufschrift »Der Weg ins Glück«. Sogleich begannen sie, diesen Pfad zu erkunden. Und nach einem längeren Stück des Weges kamen sie zu einem kleinen Haus. Es wurde schon recht dunkel und sie fürchteten sich ein wenig. So klopften sie ganz leise an. Ein alter Mann öffnete die Tür und sie wollten schon fortlaufen. Er schaute aber so nett drein, dass sie da blieben. Er bat sie hereinzukommen und teilte seine Suppe mit ihnen. Da fühlten sie sich gleich viel, viel besser. Und als sie anfingen, sich umzuschauen, sahen sie etwas sehr Sonderbares. Von der Decke hing eine schwere Kette und daneben ein dickes Seil. Und ringsum standen kleine Hocker im Kreis. Wie seltsam, wie höchst seltsam, dachten sie. Sie schauten hinauf, sie schauten hinunter, sie schauten ringsumher, aber sie wurden nicht schlau aus dieser Sache. So fragten sie einfach: »Verzeihen Sie, lieber Herr, aber was machen Sie da?« »Ich helfe den Leuten, ihr Glück zu finden.« »Oh, bitte zeigen Sie uns, wie das geht, denn eben das suchen wir auch«, sagten sie ganz zappelig vor Aufregung. »Sehr gerne«, sagte der Alte. »Das kann jeder lernen. Er muss es nur wirklich wollen. Setzt euch mal ruhig hin und schaut euch das Seil und die Kette aufmerksam an. Vielleicht werden sie euch etwas sagen.« Sie setzten sich also und schauten und schauten. Aber nichts geschah, nichts. »Siehst du etwas?«, fragte eines. »Nein, nichts, gar nichts«, sagte das andere. »Nun schaut es euch ein wenig näher an«, sagte der Alte. Das taten sie dann und auf einmal bemerkten sie, dass auf jedem Glied der Kette und auf jedem Strang des Seiles ein Wort stand, das etwas Wichtiges besagte. »Wir verstehen es immer noch nicht so richtig.« »Ich werde es euch erklären«, sagte er freundlich. »Die meisten Erwachsenen machen einen entscheidenden Fehler. Sie bilden in ihrem Geist eine Art Kette aus all den Dingen, die ihnen wichtig zu ihrem Glück erscheinen. Und wenn ein Glied bricht, und das geschieht recht oft, geht ihre ganze Kette in Stücke und all ihr Glück ist dahin. Und allein wegen eines Gliedes haben all die anderen Kettenglieder ihren Wert verloren. Dabei sind sie, jedes für sich, immer noch bestens.« »Das ist wahr«, sagten die Kinder. »Genauso machen es die Erwachsenen.« »Ja, und dann braucht nur das Geringste schief zu gehen. Wie dass jemand zum Beispiel seinen Hausschlüssel verliert. Und gleich könnte man meinen, die ganze Welt bräche zusammen.« Da lachten sie alle. »Aber was sollen denn die Leute dagegen tun?« »Sie müssen lernen, Seile des Glücks zu knüpfen, so dass, wenn ein Strang reißt, das Seil zwar ein wenig schwächer wird, aber nicht gleich alles in Stücke geht. Das Ganze ist dann ja auch viel leichter zu reparieren«, sagte eines der Kinder. »Ganz richtig«, sagte der Alte. »Aber warum machen die Leute ihr ganzes Leben lang immer denselben Fehler?« »Weil sie sich nie die Zeit nehmen, darüber nachzudenken«, antwortete der Alte. »Wenn sich die Bilder von der Kette und dem Seil aber erst einmal fest eingeprägt haben, sind sie nie wieder dieselben.« »Es ist schön bei Ihnen«, sagten die Kinder, und der alte Mann lächelte. Er gab ihnen eine Decke und sie rollten sich auf einem kleinen Teppich am Feuer zusammen und sie schliefen bis zum frühen Morgen. Als sie sich am nächsten Tag zum Aufbruch bereit machten, fragten sie den alten Herrn: »Endet der Weg zum Glück hier?« oh nein, ihr seid gerade am Anfang. Ich habe an diesem Wege viele Freunde. Ihr müsst sie alle kennenlernen. Und wenn ihr dann am Ende des Pfades angelangt seid,
werdet ihr mehr über das Glück wissen. Vergesst aber eines nie: Etwas zu wissen ist die eine Sache, aber danach zu leben wieder etwas ganz anderes. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, euer Thomas Ross.